Das waren Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Haken auch dahinter. Viertes gesetzliches Schuldverhältnis, vierter Grundtyp eines gesetzlichen Schuldverhältnisses, das Bereicherungsrecht. Die Paragraphen 812 bis 822. Hier werden die Anspruchsgrundlagen derart differenziert, dass wir sogar zwei Untergruppen bei den Bereicherungsansprüchen bilden müssen, nämlich die Kategorie der Leistungskondition, Untergruppe 1, und die Kategorie der Nichtleistungskondition, Untergruppe 2, müssen wir gesonderte Übersichten für machen. Nehmen wir uns als allererstes mal die Leistungskondition vor. Auch dazu natürlich dann wieder eine entsprechende Übersicht. Leistungskondition, der Anspruchsgegner muss also etwas erlangen, nach 812 Absatz 1 Satz 1, etwas erlangen, das ist irgendeine Form von Vermögensmehrung. Erlangt es etwas, kann alles sein, was Vermögenswert hat. Und das muss eben durch Leistung passieren, formeller Leistungsbegriff, der eigentlich sich einigermaßen durchgesetzt hat, jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Also müssen Sie an Ansprüche aus Leistungskondition denken, wenn in Betracht kommt, mehr kann man an so einer Stelle ja noch gar nicht sagen, dass der Anspruchsgegner etwas, eine Vermögensmehrung, bewusst und zweckgerichtet erlangt hat. Warum erlangt man bewusst und zweckgerichtet etwas? Welchen Zweck wird man verfolgen? Normalerweise fremdes Vermögen zu mehren? Ja, weil man es muss, weil man es schuldet. Also will man ja im Normalfall eine Schuld tilgen. Deswegen mehrt man fremdes Vermögen. Oder um es auf Lateinisch zu formulieren, solvendi causa. Solvere, lösen, causa, der Grund, um die Schuld zu tilgen, um den Grund zu lösen. Erste Kategorie. Die Vermögensmehrung erfolgte zur Tilgung einer Schuld. Causa solvendi. Warum fordern Sie zurück? Naja, weil die Schuld nicht getilgt wurde. Warum wurde die Schuld nicht getilgt? Ja, weil sie von Anfang an nicht bestand. Das wäre wohl der häufigst anzutreffende Fall. Und damit auch die am wichtigsten zu berücksichtigende Anspruchsgrundlage. 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante. Der wohl bekannteste und wichtigste Bereicherungsanspruch. Die Leistungskondition wegen fehlendes Grundes. Oder, wie ihn schon die alten Römer nannten, die Conditio in debiti. Kondizieren, zurückfordern, im Gegensatz zu vindizieren, 985, herausverlangen. Kondizieren, zurückfordern, in debiti, also in debitum, das nicht Geschuldete. Das, was ich nicht schuldete, fordere ich wieder zurück. Ich wollte eigentlich eine Schuld tilgen, habe ich leider nicht hinbekommen. Die Schuld bestand gar nicht. Das Gleiche gilt, wenn der rechtliche Grund nachträglich wegfällt. Das ergibt sich nämlich aus 812 Absatz 1 Satz 2, erste Variante. Wenn der rechtliche Grund nachträglich wegfällt, hat das dieselben Wirkungen, als wenn der rechtliche Grund von Anfang an fehlte. Auch diesen Bereicherungsanspruch kannten bereits die alten Römer. Auch hier hat sich also eine lateinische Formulierung für diesen Anspruch eingebürgert. Wörtlich übersetzt würde man dann sagen, das ist die Zurückforderung wegen Beendigung des Grundes. Oder auf Lateinisch dann, die Conditio, Rückforderung, ob, wegen, causam finitam, der Grund hat sein Ende gefunden, wegen Beendigung des Grundes. Das wären die Fälle bereicherungsrechtlicher Leistungskondition, wenn Sie eine Schuld tilgen wollten und die Schuld nicht getilgt wurde. Wurde die Schuld hingegen getilgt? Wird man ja an sich sagen müssen, kann ich nicht zurückfordern, ist ja dann keine ungerechtfertigte Bereicherung. Stimmt meistens, aber nicht immer. Es gibt nämlich zwei Fälle, in denen Sie trotzdem zurückfordern können, obwohl die Schuld getilgt wurde. Erster denkbarer Fall, Sie haben eine Schuld getilgt, aber dieser Schuld stand eine dauernde Einrede entgegen, die Ihre Geltendmachung dauerhaft ausschloss. Die Schuld war dauernd einredebehaftet. Sie bestand zwar, sie wird dann auch getilgt, aber sie war dauerhaft einredebehaftet. Ja. Das ist eine Erweiterung der Conditio in debiti. Das ist 813 Absatz 1 Satz 1. Ja. Ist nicht im engsten Sinne in debitum, weil es ja nur einredebehaftet war, aber eigentlich steht es dem Gläubiger trotzdem nicht zu. Eine bloße Erweiterung der Conditio in debiti. Das heißt, hier gibt es keinen gesonderten lateinischen Namen, den man sich merken müsste. Zweiter Fall, Sie tilgen eine Schuld, aber der Empfänger hat durch die Annahme dieser Leistung gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen. Der Empfänger verstößt durch die Annahme der Leistung gegen das Gesetz oder die guten Sitten. Das heißt, die Schuld besteht zwar, aber
Die Annahme ist ein Gesetzes- oder Sittenverstoß. Das löst einen Bereicherungsanspruch gemäß 817 Satz 1 aus. Auch das ist eine Leistungskonjunktion. Den Fall kannten die alten Römer wieder. Die Schweinereien waren damals schon bekannt. Deswegen gibt es hier wiederum einen lateinischen Namen, den man sich merken könnte. Das wäre dann die Zurückforderung wegen, also conditio ob, ja, Übervorteilung oder ungerechten Grundes, könnte man dann so frei übersetzen. Die conditio ob turpem, wegen Übervorteilung, oder vel, in justam causam, ungerechten Grundes, also wegen Gesetzes- oder Sittenverstoßes, wäre dann die großzügige Übersetzung. Das sind die vier verschiedenen Leistungskonditionen, die in Betracht kommen, wenn Sie eine Schuld tilgen wollten. Wollten Sie hingegen keine Schuld tilgen, haben Sie also andere Zwecke verfolgt. Die Vermögensmehrung erfolgte nicht oder wenigstens nicht nur zur Tilgung einer Schuld. Dann kann man sich natürlich fragen, warum mehre ich dann bitte fremdes Vermögen? Naja, erster denkbarer Fall, Sie machen das, um dem anderen etwas zu schenken, was Sie ihm nicht schulden. So eine Handschenkung, da wäre ja nicht die Leistung causa solvendi, sondern das wäre dann ja eine Leistung causa donandi, also zum Zwecke des Schenkens. Oder aber Sie wollen dem einfach was geben, ohne es zu schenken, zu überlassen. Ja? Keine Schuld tilgen, einfach nur was überlassen, zum Zwecke des Gebens, causa data. Aber nicht, oder wenigstens nicht nur, causa solvendi. Ja, dann müssen Sie, damit Sie das zurückfordern können, natürlich trotzdem gesagt haben, was der Zweck war. Das heißt, Sie brauchen irgendeine Form von Zweckabrede mit Ihrem, muss ja kein Vertrag sein, Partner. Ja, Sie haben eine rechtsgeschäftlich vereinbarte Zweckabrede. Wird der Zweck nicht erreicht und Sie schuldeten auch nicht auf der linken Seite aufgrund einer echten Schuld, dann löst dies 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 2 aus, wenn der nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintrat. Ja. Auf Lateinisch etwas wenig aussagekräftig, die Kondition, Rückforderung, Conditio, wegen der Sache. Sie wissen schon, wegen der Sache. Conditio ob rem. Die Kondition wegen der Sache. Res ist die Sache, ob rem, wegen der Sache. Wegen der Angelegenheit. Ist also sehr nebulös formuliert. Hier gibt es ein Sonderproblem. Was machen Sie, wenn in der Tat so eine Zweckabrede existiert, dieser Zweck nicht erreicht wird, aber es bestand eine Verbindlichkeit? Also eigentlich wären Sie links auf dieser Übersicht. Sie wollten eine Schuld tilgen und es gab zusätzlich noch eine Zweckabrede. Zweck nicht erreicht, aber Verbindlichkeit. Ja, da wird es streitig. Der Bundesgerichtshof vertritt in diesem Kontext eine Art Theorie, die sogenannte Zweckstaffelungstheorie. Sie können verschiedene Zwecke hintereinander setzen, staffeln. Und wenn einer der Zwecke nicht erreicht ist, löst das die Kondition aus, die für diesen Zweck vorgesehen ist. Wenn also die Schuld nicht bestand, aber die Zweckabrede eingehalten wird, sind Sie auf der linken Seite dieser Übersicht. Wenn die Schuld bestand, aber die Zweckabrede nicht eingehalten wird, sind Sie auf der rechten Seite der Übersicht. Auch das soll eine Conditio ob rem auslösen. Hoch umstritten, aber wohl herrschende Meinung. Letzte Kategorie, die denkbar wäre, der Zweck wird wieder nicht erreicht, es gab auch keine Schuld und die Zweckabrede ist unwirksam. Deswegen wird der Zweck nicht erreicht, weil die Zweckabrede unwirksam ist. Ja, dann ist übrigens der Wortlaut von 812 1 Satz 2, zweite Variante, nicht mehr erfüllt, ne? Wenn der nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintrat. Weil dann haben Sie gar kein Rechtsgeschäft, weil das ja unwirksam ist. Ja, da ist dann das große Fragezeichen. Da kannten die alten Römer etwas. Aber das BGB kennt dafür vom Wortlaut her jedenfalls nichts. In einer Bundesgerichtshofsentscheidung stand mal drin, das löst einen Anspruch aus 812 Absatz 1 aus. Punkt. Also ein bisschen sehr nebulös. Das werden Sie in einer Examensklausur oder in einer mündlichen Prüfung wohl kaum so sagen können. Der lateinische Begriff wäre jedenfalls die Kondition ohne Grund. Also die Conditio sine causa. Ob sowas überhaupt gibt, ob sowas überhaupt braucht. Ja, Fälle sind denkbar. Da wird dann also auch schon dem BGB der Atem dünn. Keine Regelung
dafür vorgesehen. Das wären also Leistungskonnektionen. Dafür braucht man schon eine gesamte Übersicht, um sämtliche Leistungskonnektionen hier unterzubringen. Wichtigster Fall, so viel ist natürlich auch nochmal ganz deutlich hervorgehoben, ist dann 812 Absatz 1 Satz 1 in Variante 1. Zurück zu unserer Übersicht. Hinter die Leistungskonnektionen kommt ein Haken und dann natürlich gleich weiter zu den Nicht-Leistungskonnektionen. Nächste Übersicht. Jemand erlangt etwas wieder mal, aber jetzt nicht durch Leistung, sondern in sonstiger Weise auf Kosten eines anderen. Das heißt also, Nicht-Leistungskonnektionen kommen immer dann in Betracht, wenn der Anspruchsgegner wieder eine Vermögensmehrung, ein Etwas erlangt hat, aber nicht durch Leistung des Anspruchstellers. Ja, wie kann das passieren? Erste Möglichkeit, der Anspruchsgegner, also derjenige, der die Vermögensmehrung bekommen hat, der hat sie sich genommen. Der greift in Rechtszuständigkeiten des Anspruchstellers ein. Derartiges pflegt man als Eingriffskonditionen zu bezeichnen. Vorsicht, Plural, denn die müssen Sie weiter differenzieren. Sollte der Eingriff durch eine Verfügung erfolgen? Durch eine Verfügung. Verfügung ist übrigens ein Rechtsgeschäft, das darauf gerichtet ist, ein Recht zu übertragen, zu belasten, inhaltlich zu verändern oder aufzuheben. Sollte der Eingriff also durch eine Verfügung erfolgen, und zwar durch einen Nichtberechtigten, dann löst das die Ansprüche nach 816 Absatz 1 aus. Entweder gegen den nichtberechtigt Verfügenden, weil er entgeltlich verfügt, 816 1 Satz 1, oder auch noch zusätzlich gegen den Empfänger, wenn nämlich unentgeltlich verfügt worden ist. Dann haben Sie gegen beide Ansprüche, gegen den Verfügenden und gegen denjenigen, der aufgrund dieser Verfügung einen rechtlichen Vorteil erlangt hat. Das ist 816 Absatz 1. Bleiben wir bei dem Eingriff durch Verfügung. Es wird nicht durch einen Nichtberechtigten verfügt, sondern es ist quasi, ja, müsste man schon in Anführungszeichen setzen, eine verfügende Leistung an einen Nichtberechtigten. Also jemand ist nicht der Gläubiger, aber die Zahlung oder überhaupt die Leistung an ihn hat Befreiungswirkung, Liberationswirkung. Dann haben Sie ein Recht aufgehoben. Also es ist schon verfügend, weil es durch eine freiwillige Handlung passiert ist. Es ist nicht im engsten Sinne ein Rechtsgeschäft, weil es eine Leistung ist, das ist üblicherweise ein Realakt, aber man kann es wenigstens in Anführungszeichen so verstehen. Verfügende Leistung an einen Nichtberechtigten, also an den falschen Gläubiger mit befreiender Wirkung geleistet. Das löst 816 Absatz 2 aus. Auch das ist ja ein Eingriff desjenigen, der nicht berechtigter Gläubiger ist, der ihre Forderung killt. Sollte der Eingriff nicht durch eine Verfügung erfolgen, sondern, das wäre die nächste Kategorie, durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, also einen Fall der 946 folgenden eingreifen, dann gibt es dort eine spezielle Verweisung ins Bereicherungsrecht, nämlich 951 Absatz 1 Satz 1. Wer infolge der 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, der kann von demjenigen, zu dessen Gunsten diese Rechtsänderung eintritt, eine Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Das wird übrigens eine Rechtsgrundverweisung sein müssen. Das heißt, hier wird nicht nur 818 stehen, sondern der gesamte 812. Und da Verbindung, Vermischung, Verarbeitung üblicherweise wohl keine Leistung sein dürften, wird es üblicherweise eine Nicht-Leistungskondition. Auch hier Eingriff. Ja, und dann gibt es natürlich noch Eingriffe, die sind weder eine Verfügung noch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung. Das sind dann sonstige Eingriffe und für die gilt natürlich dann nur noch die allgemeine Regelung des 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2. Alle zusammengefasst bilden Sie die Eingriffskonditionen, Plural. 816, 951, 812. Schicksal von 951 ist übrigens noch nicht ganz abgedeckt. Denn natürlich kann der Anspruchsgegner auch auf sonstige Weise etwas erlangen, obwohl es keine Leistung ist. Haben viele Vorstellungsschwierigkeiten. Wenn es keine Leistung ist und ich habe es mir auch nicht genommen, kann es immer noch ein Erwerb in sonstiger Weise sein. Paradebeispiel: Jemand glaubt, dass er auf seinem eigenen Grundstück stehe und sagt sich, da baue ich mir jetzt ein Haus hin. Baut sich dort ein Haus hin. Und dann kommt der Nachbar und sagt, danke. Du hast auf meinem Grundstück ein Haus gebaut. Und es stellt sich heraus, der Nachbar hat recht.
Dann sagen Sie sich, das Haus habe ich dem aber nicht geleistet. Das wird der wesentliche Bestandteil des Grundstücks. Das Haus. § 94 Absatz 1 BGB. Gebäude sind wesentliche Bestandteile des Grundstücks. Das heißt, Ihr Nachbar ist jetzt Eigentümer. Haben Sie ihm nicht geleistet. Haben Sie nicht bewusst und zweckgerichtet gemacht. Und er hat sich's auch nicht genommen. Ja? Der erlangt jetzt also durch Ihre freiwillige Vermögensinvestition einen Vorteil. Der Anspruchsgegner erlangt etwas durch freiwillige Opfer des Anspruchstellers. Ja. Sollten diese Aufwendung auf eine Sache gemacht werden und ihr zugutekommen, sind es ja Verwendung. Erste Kategorie, die Verwendungskonditionen. Sollte das in diesem Fall ja wieder durch Verbindung mit einem Grundstück, also 946, passieren, hat 951 nochmal einen Auftritt. Jetzt nicht mehr als Eingriffs-, sondern als Verwendungskondition. Bei Verbindung, Vermischung, Verarbeitung kommt nochmal 951, natürlich dann wieder in Verbindung mit 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 zum Tragen. Sollten es sonstige Verwendungen sein, die also nicht Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung betreffen, dann bleibt nur noch 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2. Die Verwendungskonditionen, Plural. 951 kann also beides sein. Eingriffskondition, wenn jemand sich durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung etwas nimmt, oder Verwendungskondition, wenn jemand durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung einem anderen etwas gibt. Zweite Kategorie, der Nichtleistungskonditionen durch Aufwendung, die reinen Aufwendungen, die nicht auf eine Sache gemacht werden. Aufwendungen durch Leistung an Dritte. Vorsicht! Sie leisten an einen Dritten und verlangen es von demjenigen zurück, an den Sie nicht geleistet haben. Ob man das überhaupt zulassen will? Das wäre ja so eine Art Regress, ein Rückgriff. Ich habe an einen Dritten geleistet, Leistungsbeziehung, da besteht vielleicht sogar ein Rechtsgrund. Und ich verlange es von Ihnen, an die ich nicht geleistet habe, zurück, weil Sie dadurch einen Vermögensvorteil erlangt haben. Paradebeispiel die Tilgung fremder Schulden. Ob das so eine Rückgriffskonnektion auslösen kann? Da wird es dann wieder streitig. Ob man die überhaupt braucht, ist fraglich. Die Rückgriffskondition, Fragezeichen. Bedenklich, ob die überhaupt erforderlich ist. Bleiben noch ganz generell Vermögensaufwendungen, sonstige Aufwendungen. Ja, die lösen dann 812 1 Satz 1 zweite Variante aus, wenn jemand dadurch ungerechtfertigt bereichert ist, also ohne rechtlichen Grund, durch ihre freiwilligen Opfer etwas erlangt. Das ist dann die allgemeinste aller Konditionen, die Aufwendungskondition. Insofern gibt es bei den Nichtleistungskonditionen Eingriffskonditionen, Plural, Verwendungskonditionen, Plural, die Rückgriffskondition, Singular, wenn man sie überhaupt zulässt, und die Aufwendungskondition, Singular. Das wären dann also die Bereicherungsansprüche aus Nichtleistungskondition. Manch einer oder eine sagt jetzt, mir fehlt noch eine Anspruchsgrundlage. Hat er gar nicht erwähnt. Ja, es gibt noch eine Kategorie, da ist allerdings fraglich, ob es überhaupt eine Anspruchsgrundlage ist. Die Rede ist, wenn Sie es schon vermissen, wissen Sie es, von 822. 822 BGB sagt Folgendes. Wendet der Empfänger, also jemand hat etwas erlangt, das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, weil er nämlich entreichert ist, der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte. Wie wenn er, also eine Fiktion. Ob das überhaupt eine Anspruchsgrundlage ist, ist streitig. Wenn Sie das annehmen und sagen, 822 sei eine Anspruchsgrundlage, und zwar eine gesonderte, dann ist sie weder eine Leistungskondition, weil an den Dritten habe ich ja nicht geleistet, noch ist es eine Nichtleistungskondition, weil ich muss ja an jemanden geleistet haben, nämlich an den Empfänger. Nur der kann es nicht mehr rausgeben. BGH spricht dann von einer Durchgriffskondition. Erkennt aber 822 nicht als eigenständige Anspruchsgrundlage an, sondern nur als Erweiterung des 812. Deswegen taucht er bei mir, wenn denn überhaupt, nur mit einem Fragezeichen versehen auf. Es gibt manche, die sehen 822 als Anspruchsgrundlage an. Wenn, dann wäre er weder Nichtleistungs- noch Leistungskondition, sondern eine eigenständige Durchgriffskondition. Wenn Sie ihn nicht als Anspruchsgrundlage ansehen, waren wir zuvor bereits vollständig, sodass wir dann hinter diesen Haken keinen weiteren mehr machen müssten.